Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Premier League Preview 2019-2020 vom 16. Spieltag. Und wir sehen hier die Partie: Everton empfängt den großen FC Chelsea aus London. Zwei Spieler im Fokus: Sigurdsson auf der Heimseite, auf der anderen Seite Willian. Da würde ich sagen, dass er doch das Nachsehen hat, denn Willian ist einfach individuell bärenstark. Aber da sehen wir auch beide Spieler mal im Fokus hier. Chelsea ist ja überraschend stark in der Saison, obwohl sie eigentlich nur eigene Talente auf dem Platz stehen hat. Aber wir gucken jetzt hier auch nochmal die Ausstellung der Heimmannschaft. Es ist ein 4-2-3-1 mit Delph im zentralen Mittelfeld. Davor Richarlison, Sigurdsson und Iwobi und Lewin vorne im Sturm. Also schon ganz schön kompakt. Auf der anderen Seite sehen wir Kepa im Kasten, Dazuma und Tomori in der Innenverteidigung, davor Kanté, Jorginho und Mount, im Sturm Willian, Abraham und Pulisic. Ja, und wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen, ein Kanalabo noch, wenn ihr neu seid. Und dann viel Spaß jetzt hier mit Everton gegen Chelsea. Chelsea ist hier natürlich Favorit, ob sie es schaffen. Auch zu gewinnen, werden wir sehen. Everton hat erstmal angestoßen, spielt von links nach rechts in den blau-weißen Trikots. Chelsea von rechts nach links in den komplett weißen. Und da greifen sie auch das erste Mal an. 9. Minute über Christian Pulisic, den US-Amerikaner. Boah, der wieder sich durchsetzt, er schießt und Pickford klärt zur Ecke. Was für eine super Einzelaktion vom US-Spieler. Aber er ist, glaube ich, Rechtsfuß, wenn ich es richtig weiß. Somit war es für links auch nicht so schlecht. Und Lampard, ja, kannst du eigentlich nicht fassen, aber sie haben sich mal gezeigt und sie greifen wieder an. 23. Minute über Willian. Willian auf den Rechtsverteidiger. Wieder Willian. Doppelpass. Ja, sie kommen jetzt hinten nicht raus. Mount, da ist Abraham und oh, Everton kann sich nicht befreien. Wieder Willian. Wieder Willian. Der Ball kommt auf Pulisic und Pickford, wieder zur Ecke. Also es läuft viel über ihn hier, über Christian Pulisic. In Sache Chancen, Torchancen. Lampard gibt ihm ja seit Wochen das Vertrauen und es zahlt sich jetzt so langsam aus. In Dortmund hat er ja schon oft gezeigt, dass er es kann. Und jetzt mal sehen. So, da ist Pulisic. Pulisic im 16er, Pulisic auf Mount. Mount schießt. Da ist Pulisic, da ist Pulisic, da ist das Tor! 27. Minute, 1-0, Christian Pulisic! Mount hat ein bisschen Glück, dass der Ball doch noch am Ende zu Pulisic kommt. Der ist reaktionsschnell und schießt sofort aufs Tor, schließt ab. Pickford kommt nicht mehr dran aus dieser Entfernung. Und schon steht es hier also 1-0 für die Gäste. Wie reagiert Everton? Ah, erstmal gar nicht, denn wir sind in der 43. Minute und mal wieder die Gäste mit Abraham. Super auf Kanté. Kanté, was macht Kanté? Er trifft den Pfosten. Das sah für mich schon so aus, dass es hier ein sicheres 2-0 ist. Aber Kanté macht es zu genau und am Ende ist es leider der Pfosten. Nachspielzeit beträgt 3 Minuten. Everton greift nochmal in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit an mit Lewin. Da ist Iwobi. Sigurdsson, von ihm nichts zu sehen. Richarlison, Coleman. Coleman, flankt er jetzt? Coleman, ja, er flankt. Da hinten ist Lewin aber. Tomori klärt zur Ecke und es gibt für die Hausherren nochmal eine Chance hier zum Ausgleich vor der Pause. Dein willst du reinbringen? Auf. Oh. Mina. Super Direktabnahme. Aber ging am Tor vorbei. Halbzeit ist. Everton kann sich glücklich schätzen, dass jetzt endlich mal Halbzeit ist, denn Pulisic und Co. spielen hier sehr stark auf, führen ja auch zu Recht mit 1-0.
durch Pulisic in der 27. Minute. Und die Halbzeit-Statistiken müssten auch pro Chelsea sprechen. Ja, 5:0 sehen wir. Ballbesitz ist ausgeglichen und 2:1 Ecken. Also alles in Ordnung hier. Chelsea müsste eigentlich sogar höher führen. Morgen die Konferenz um 12 Uhr aus der Bundesliga. Bitte einschalten. Auch schön, dass ihr eingeschaltet habt zur zweiten Halbzeit hier von Everton gegen Chelsea. Chelsea hat als angestoßen, spielt von links nach rechts, immer noch in den komplett weißen Trikots. Ich denke mal, sie gehen jetzt hier auch weiterhin auf das 2:0. Everton muss aufpassen. Vielleicht gab es eine gute Ansprache, Halbzeitansprache vom Trainer. Denn so wie hier von den Hausherren gespielt wurde, sah es nicht gut aus, aber es sieht auch jetzt schon hier nicht gut aus. Abraham schießt mal. Pulisic auf Mount, Abraham. Da ist Pulisic. Da ist das Tor. 2:0, Christian Pulisic. Und wir hören die ersten Pfiffe der Heimfans. Christian Pulisic mit dem Doppelpack in der 50. Minute. Pickford kann aus dieser Situation auch wieder nichts machen. Sah sogar auch ein bisschen nach Abseits aus, aber wie Pulisic den sofort verarbeitet hier. Ball kommt und er direkt platziert an Pickford vorbei. Sehr, sehr stark. Nächster Angriff der Gäste über Mount. Mount schießt und Pickford zur Ecke. 63. Minute. Chelsea macht da weiter, wo sie bisher aufgehört haben. Und die Fans der Heimmannschaft von Everton werden immer ungeduldiger. Ist aber auch verständlich, denn von ihnen kommt der Waterangriff. Wir sehen nochmal einen Wechsel. Iwobi geht runter. Bernard kommt für ihn. In der 80. Minute. Und in der 84. Minute greift mal wieder Chelsea an. Über Pulisic. Finte. Dann Jorginho, da ist Kovacic und wieder Pickford zur Ecke. Also, Pickford ist eindeutig bester Everton-Spieler auf dem Platz. Das ist klar. Und Chelsea wechselt, wie es aussieht, nochmal. Und wir wechseln in die Nachspielzeit dieser Partie. 3 Minuten gibt's, eine ist schon rum und Everton hat den Ball. Ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, dass es da kein Gegentor geben könnte. Oh, wenn man aber so einen Fehlpass macht, dann wird es immer gefährlich. Jorginho, da ist Kovacic. Kante und das Spiel ist aus. Also 2:0 gewinnt hier der FC Chelsea aus London gegen Everton. Lampard holt sich die nächsten 3 Punkte. Er ist natürlich Spieler des Spiels. Pulisic mit seinem Doppelpack. In der 27. Minute und 51. Minute hat er getroffen. War sowieso eigentlich bei jeder Chance irgendwie mit beteiligt. Super Spiel von ihm. Mal sehen, was die Statistiken der 90 Minuten zeigt. Ich denke mal, noch deutlicher pro Chelsea. Und da sind sie. 10:1 Schüsse direkt aufs Tor von Chelsea, 52% Ballbesitz, 4:2 Ecken, alles hochverdient. Chelsea müsste höher gewinnen, haben sie nicht, selber schuld. Aber die 3 Punkte haben sie ja trotzdem, wie gesagt, sicher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Deutschland auch freuen, ein Kanal-Abo noch. Und dann sehen wir uns morgen zur Konferenz aus der ersten Bundesliga um 12 Uhr wieder. Bis dahin sage ich, schaut bleibt sportlich und tschüssikowski.